Ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel, als ich immer alles alleine geschrieben habe, fehlt einem oft einfach auch ein Gegenüber, der einem vielleicht mal einen Tipp gibt, wie man da oder da was besser aussprechen könnte, einen anderen Reim einsetzen könnte, mit dem man sich einfach ein bisschen austauscht, der einem vor allem bestätigt, ey, das ist schon eine gute Richtung, so bis hier, so das geht in die richtige Richtung. Wir müssen einfach nur so weitermachen. Man knüpft quasi an dem, was die Jungs halt vorgeben. Die geben ja alle auch eine Menge schon her, so weißt du. Und daran knüpfe ich halt einfach nur an und gebe da halt mal hier und da einen Impuls, so wohin es halt noch gehen könnte, so weißt du. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Bei den letzten Alben war das oft so, dass ich hatte irgendwas geschrieben und ich war halt so nervös und aufgeregt, weil ich nicht wusste, ist es gut, ist es nicht gut. Also es war technisch natürlich immer gut, aber klingt es cool so, transportiert es das richtige Gefühl. Dann war das immer halt so ein ewig langes Warten von nachts, wenn man fertig ist, bis zum nächsten Tag ins Studio und dann so, okay Leute, hört mal, ich rap euch das jetzt mal vor und so. Das habe ich halt jetzt gar nicht mehr so. Ich habe Lars hier, der eigentlich fast 24, also er geht nach Hause zum Schlafen halt, aber sonst sind wir eigentlich den ganzen Tag zusammen unterwegs fast. Und das hebt das Ganze einfach auf ein ganz anderes Level. Also nee, es fühlt sich nicht an wie ein Album von mir, weil dazu ist es einfach zu viel von den Jungs da einfach drin. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier hinkomme und auf einmal klingt Chindi wie Lars oder Flair klingt auf einmal wie Lars, so weißt du, das ist ja nicht Sinn der Sache. Von daher freue ich mich sehr, aber es ist jetzt nicht so, als wenn es jetzt so, wow, das ist mein Album so.